Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind immer noch im SEO Chill Event unterwegs. Snow Accumulation, also die Daily. Die zweite von drei Challenges haben wir zu spielen. Es geht gegen die Kansas City Chiefs. So, wir liegen mit 7 Punkten im vierten Quarter hinten, haben den Ball an der eigenen 35-Yard-Linie mit einem 2. und 10. Ist der Rookie-Schwierigkeitsgrad bei der Challenge? Auch wenn es gegen die Kansas City Chiefs geht, gegen Patrick Mahomes, den Top-Kandidaten, was den MVP angeht in diesem Jahr. Und wir auch noch im Arrowhead antreten müssen, in diesem wunderschönen Stadion. Früher mal das lauteste der NFL, mittlerweile ist es ja in Seattle. Aber mit dieser geilen ovalen Anzeigentafel. Retro-Style pur, aber absolut geil, wie das Ding aussieht. Und im Arrowhead ist es schon immer toll zu spielen. Ich hoffe mal nicht, dass es im Schnee stattfinden wird, weil ich bin so froh, wenn es mal keinen Schnee gibt. Schauen wir uns das mal an. Die Chiefs stehen ja auch, glaube ich, kurz vor ihrem Heimrecht in den Playoffs. Ist noch nicht ganz sicher, weil sie ja noch sich intern mit den Chargers battlen. So, da sind wir. Sanders, George und Elliott auf Seiten der Cowboys. Travis Kelce, Justin Houston, Eric Berry bei den Chiefs und natürlich Patrick Mahomes. Den wollen wir nicht vergessen. So, zweiter Versuch und 10 an der eigenen 35. Wir haben noch zwei Auszeiten mehr. Zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein und hier sitzt richtig, es liegt Schnee. So, ich schau mal an, ob Cooper ein 1 gegen 1 sieht recht gut aus, weil der andere Safety weit nach vorne gezogen ist. Sharp in der Mitte ist meine Sicherungsoption. Nicht nur das, sondern Sharp ist frei. Kann ja mit einem Spin-Move schön einen Verteidiger aussteigen lassen, wird erst an der 30-Yard-Linie getackelt. Ein neues First Down. Das ging doch besser, als ich gedacht hätte, gebe ich offen und ehrlich zu. So, dann nehmen wir jetzt hier den GoDBL Post. Sharp meine Hauptanspielstation, Elliott meine Sicherungsoption. Ich schaue mal, ob Keyshawn Johnson ein 1 gegen 1 hat, falls der Free Safety nach innen gehen sollte. Gehen wir auf Keyshawn, tut er leider nicht. Dann gehen wir hier vorne auf Elliott, in der ersten Muttersehen alleine und kommt bis an die 22-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 2. War jetzt die sichere Variante, aber sicher ist ja nicht immer schlecht. So, Wide Receiver Drive. Wir bleiben also beim Passspiel. Keyshawn geht außen in Motion. Sharp in der Mitte meine Anspielstation. Los geht's. Ja, da können wir auch schnell werfen auf Keyshawn. Der lässt noch einen Verteidiger aussteigen. Kommt bis an die 8-Yard-Linie. Wir haben ein First and Goal an der 8. So, dann lassen wir doch auch mal unsere Run-Offense aufs Feld. Wir laufen mit Elliott über die Mitte. Letzter Spielzug von dem Two-Minute-Warning. Und wir sind in der Endzone. Erzielen den Touchdown. Ezekiel Elliott. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mal windig hier. So, der Kick ist auch gut. Und mal vor dem Two-Minute-Warning erzielen wir den Ausgleich hier im Arrowhead. Und hier ist es sehr, sehr still. Da oben sehen wir übrigens noch am Bildrand die ovale Anzeigentafel. So, der Kick ist on the way. Geht bis an die 15-Yard-Linie, also kurzer Kick, aber es ist ja auch launig windig hier. Return gestoppt an der 32-Yard-Linie. Eine Sekunde noch vor dem 2-Minute-Warning. Das heißt, eine Auszeit bekommen sie noch geschenkt, die brauchen sie aber auch. Da sie ja selber keine eigene Auszeit mehr haben. Ich bin gespannt, wie viel Risiko die Chiefs gehen werden. Incomplete Pass von Mahomes. Der war nicht gut geworfen. Two-Minute-Warning.
Wir haben einen zweiten. Und das ist ein Sack. Die Marcus Ware kommt durch. Kann Patrick Mahomes sacken. Dritter und 16. Laufspiel. So, jetzt lassen die Chiefs die Uhr runterlaufen. Ich nehme jetzt keine Auszeit, weil ich denke, wir sind schnell genug, um hier noch punkten zu können an der 22-Yard-Linie. Wir brauchen ja vor allen Dingen nur ein Field Goal. Das sollen wir ja nicht vergessen. Und momentan ist erstmal Deion Sanders unterwegs. Und der ist immer noch unterwegs und ist durch. Das ist ein Punt-Return-Touchdown. Wieder einer durch Deion Sanders. So, der Kick ist unterwegs. Und schon haben wir eine Führung. 28 zu 21. 52 Sekunden vor dem Ende des Spiels. Und das kann Andy Reid nicht schmecken, denn jetzt muss er ins Risiko gehen. Eben waren sie sehr konservativ unterwegs. Kick geht bis an die 11-Yard-Linie, wird jetzt zurückgetragen und endet an der 28-Yard-Linie. 47 Sekunden bleiben jetzt noch. Keine Auszeit für Kansas City. Muss sich wirklich was einfallen lassen. Erster und 10. Oh, Druck auf Mahomes und da wird er wieder gezeigt. Diesmal war es Sean Lee. Der durchkommt. Zweiter und 19. Mahomes spiked den Ball, die Uhr bleibt damit stehen. Beim zweiten und lang finde ich halt immer eine verdammt sportliche Nummer. 30 Sekunden bleiben noch. Boah, fast die Interception durch Woods. Da hatte unser Safety definitiv die bessere Position zum Ball als der Receiver der Kansas City Chiefs. Vierter Versuch und 19 an der eigenen 19-Yard-Linie. Jetzt brauchen sie ein First Down. Mahomes wirft lang, aber überwirft seinen Receiver. Das heißt, wir haben ein Turnover. Wir kommen an der 19-Yard-Linie in Ballbesitz. Wir haben noch 23 Sekunden zu spielen. Natürlich jetzt Laufspiel. Schicke Elliott den Ball in die Hand. Wir wollten eigentlich rechts laufen. Da kommt aber ein Blitz. Deswegen switcht er mal rüber auf die andere Seite. Schöner Spin-Move. Da kommt mir mein eigener Receiver entgegengelaufen. Auch interessant. Ja, wir sind in der Endzone. Die Defense der Chiefs ist nicht auszudrücken. So, der PET ist unterwegs. Ist auch gut. Damit steht es jetzt 35 zu 21. So, wir kicken den Ball. Der geht bis an die 12-Yard-Linie der Chiefs. Ich mache mir jetzt keine Sorge mehr. Also die Chiefs sind hier in der Offense dermaßen ungefährlich. Jetzt kommt die Hail Mary. Sieht man hier wunderbar auf der linken Seite drei Receiver der Chiefs aufgestellt. Aber ganz ehrlich, Sorgen macht mir das nicht. Interception, Xavier Woods, unser Safety. Trägt den Ball nochmal zurück bis an die 36-Yard-Linie. Das ist schon mal eine ganz üble Performance der Kansas City Chiefs. Erster und 10 an der 36, 6 Sekunden vor dem Ende. Elliott bekommt nochmal den Ball. Der hat hier eine Mörderlücke. Spin Move und ist sogar nochmal in der Endzone mit den letzten Sekunden des Spiels. Es gibt noch einen PET oben drauf. Damit schlagen wir die Chiefs 42 zu 21. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.